ist Vater Vincenzo und ich begrüße Sie herzlich hier bei dem Adventskalender. Und zwar, wir haben Adventszeit. Ich wünsche auf diesem Wege Ihnen alles Liebe, alles Gute, viel Freude auch in den Adventstagen. Versuchen Sie diese Tage einfach mal zu genießen, denn diese Zeit steht für Besinnung, für Entspannung. Lassen Sie alles los, was Sie bis jetzt begleitet hat, was Ihnen nie gut tat, und lassen Sie neue Dinge und neue Energien in Ihr Leben. Ich wünsche Ihnen auch natürlich eine schöne Weihnachtszeit. Das ist die Zeit nicht nur der Besinnung, sondern die Zeit für sich alleine, für die Familie. Und seien Sie froh, wir haben jetzt langsam das Ende des Jahres. Sie haben womöglich vieles sortiert und vieles losgelassen in diesem Jahr. Im nächsten Jahr geht es um ein ganz anderes Thema. Es geht tatsächlich um Selbstliebe, um Liebe und um die Familie. Sie können alle Ideen, die Sie hatten und die vielleicht gar nicht erfüllt waren, wieder mal anpacken. Denn diese Ideen werden auch in die Tat umgesetzt. Sie können alles erfüllen. Sie können Ihren neuen Business vielleicht anfangen oder neuen Partner ins Leben anziehen, alte Beziehung auffrischen, aber auch etwas für sich tun. Und an dieser Stelle möchte ich unbedingt Ihnen noch was an die Hand geben. Denn es geht um eine magische Zeit im Moment. Und Sie können eine ganz einfache Zeremonie durchziehen. Ganz einfach zu Hause machen. Sie brauchen nur noch 12 Kerzen dazu. Zünden Sie diese Kerzen einfach mal an. Es können auch Teelichter sein. Und schauen Sie einfach alle Flammen nach und nach durch. Bei jedem Anschauen von jeder Flamme denken Sie einfach an Ihre Wünsche. Und stellen Sie sich bildlich vor, was passieren soll, damit Sie glücklich sind. Damit Ihr Glück in Fluss kommt. Bei erste, bei zweite, bei dritte Kerze denken Sie immer wieder das Gleiche. Das heißt, Sie rufen diese Informationen auf und Sie manifestieren diese Energie, Ihre Wünsche. Lassen Sie die Kerzen einfach mal abbrennen und beginnen Sie Ihre Tage. Genießen Sie die Weihnachtszeit, die Adventszeit. Nehmen Sie Zeit für sich. Denn nächstes Jahr haben Sie viel zu tun. Und zwar nächstes Jahr haben Sie auch viel mehr Freude als in diesem. Auf diesem Wege alles Gute, schöne Feiertage. Ihr Vater Vincenzo. Ciao, ciao.